Arbeitsrechts. Arbeitsrechtshandbuch, 17. Auflage. Erstes Buch, Grundbegriffe des Arbeitsrechts. Erstens, Grundlagen des Arbeitsrechts. Begriff des Arbeitsrechts. Fortentwicklung des Arbeitsrechts mit den Unterabschnitten Arbeitsrecht und Wirtschaftsverfassung, Einigungsvertrag, Schutzrecht der Arbeitnehmer, Allgemeines mit den Unterabschnitten Allgemeines, öffentlich-rechtlicher und privater Schutz, Arbeitsgerichtsbarkeit, Tarifvertragsrecht, mit den Unterabschnitten Sozialpartnerschaft, Tarifpolitik, Mitbestimmung mit den Unterabschnitten Betriebsverfassung, Unternehmensmitbestimmung, Europäisierung des Arbeitsrechts, arbeitsrechtliche Behörden in der Bundesrepublik, mit den Unterabschnitten staatliche Arbeitsbehörden, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerkammern. Begriff des Arbeitsrechts. Ist ein Kasten, da wird was definiert. Ungezuckert. Ich will abnehmen. Ich sollte mir dann auch von meiner Mama seltener das Auto leihen. Und mehr Bus fahren. Und vor allem dann auch zur Bushaltestelle zu Fuß gehen. Zu meinem Elternhaus zu Fuß gehen, wo der Schreibtisch steht. Ich heute faul wie ich bin, nicht hingegangen bin, weil ich am Wochenende gearbeitet habe. So. Ja, man sieht mich noch gut genug. Nachher muss ich das Licht anmachen. So. Begriff des Arbeitsrechts. Arbeitsrecht ist die Summe der Rechtsregeln, die sich mit der in abhängiger Tätigkeit geleisteten Arbeit beschäftigen. Es bezieht sich auf das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das normalerweise im Arbeitsvertrag seine Grundlage hat, aber auch auf das Verhältnis zu den im gleichen Betrieb tätigen Mitarbeitern, auf die Verhältnisse der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberzusammenschlüsse und ihre Rechtsbeziehungen zueinander sowie auf das Verhältnis der Arbeitsvertragsparteien und ihrer Verbände zum Staat. Es enthält öffentliches und privates Recht. So. Fortentwicklung des Arbeitsrechts. Erstens, Arbeitsrecht und Wirtschaftsverfassung. Folgende Begriffe sind dick gedruckt: soziale Marktwirtschaft und Vertragsfreiheit. Das Arbeitsrecht hängt in besonderem Maße von der geltenden Wirtschaftsverfassung ab. Die Bundesrepublik hat sich zur
sozialen Marktwirtschaft bekannt. Hieraus folgt, dass die eigenverantwortliche Entscheidung der Wirtschaftssubjekte und die auch für das Arbeitsrecht geltende Vertragsfreiheit im Vordergrund jeder Rechtsgestaltung stehen. Nur dann, ich unterstreiche mir hier schon was, und zwar eigenverantwortliche Entscheidung der Wirtschaftssubjekte. Da habe ich nämlich meine Zweifel dran. Auch so wie das, ja, ich lasse es mal. Was nützt einem so ein Buch, wenn man nicht damit arbeitet? Nur dann, wenn das Übergewicht einer Partei zu groß ist, muss ein Regulationsmechanismus eingreifen. Da im Arbeitsverhältnis ein echtes Aushandeln der Arbeitsbedingungen wegen der strukturellen Unterlegenheit des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber unwahrscheinlich ist, gibt es zahlreiche Schutzgesetze, die das Arbeitsverhältnis inhaltlich ausgestalten. Diese enthalten einseitig zwingende Rechtsbestimmungen, die den sozial schwächeren Arbeitnehmer schützen, von denen aber zu seinen Gunsten abgewichen werden kann. Das Arbeitsrecht leidet dabei unter einer fehlenden einheitlichen Kodifizierung. Zahlreiche Spezialgesetze regeln in Ergänzung zum BGB Einzelfragen. Versuche, ein Arbeitsvertragsgesetz zu kodifizieren, sind bislang gescheitert. Okay. Das finde ich interessant. Ich markiere mir das mal.
Einigungsvertrag. Ich habe gerade über was nachgedacht. Naja, dauert immer, bis sich sowas hier setzt. Man muss das auch an Beispielen klar bekommen. Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik ist fettgedruckt. Einigungsvertrag ist fettgedruckt. Ja. Einigungsvertrag. Das Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 16.06.1977 baut auf einer sozialistischen Wirtschaftsordnung auf und wollte sich arbeitsrechtlich verwirklichen. Diese Regelungen sind nach Ratifizierung des Staatsvertrags vom 18.05.1990 am 21.06.1990 überholt. Durch den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschland, Einigungsvertrag vom 31.08.1990 und die Vereinbarung vom 18.09.1990 wurde das Arbeitsrecht im Beitrittsgebiet grundlegenden Änderungen unterzogen. Das Grundprinzip bestand darin, das Arbeitsrecht der Altbundesländer auf die beigetretenen Länder zu übertragen. Infolgedessen ist das kurz vor dem Beitritt novellierte Arbeitsrecht der ehemaligen DDR wieder aufgehoben worden. Im Übrigen galten vorübergehend nach Regelung der ehemaligen DDR Im Übrigen galten vorübergehend noch Regelungen der ehemaligen DDR und trat das Recht der alten Bundesländer nur mit Zeitverzögerung in Kraft. Das Recht der ehemaligen DDR ist inzwischen nahezu vollständig beseitigt. Die Übergangsregelungen sind weitgehend außer Kraft getreten. Wegen der Rechtsentwicklung nach Abschluss des Staatsvertrages wird auf die 10. und 11. Auflage verwiesen. Schutzrecht der Arbeitnehmer. Ein grauer Kasten, das heißt, es ist wieder eine Definition. Allgemeines. Und hier unter erstens aufgeschrieben, also allgemein wird das Schutzrecht der Arbeitnehmer definiert. Folgende Begriffe sind fettgedruckt: persönliche Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit, wirtschaftliche Interessen des Arbeitgebers, Belange der Allgemeinheit. Die Entwicklung des Arbeitsrechts als Schutzrecht bezieht ihre innere Rechtfertigung aus der besonderen Situation des Arbeitnehmers. Diese unterscheidet sich von allen anderen zur Dienstleistung verpflichteten Personen durch seine persönliche Abhängigkeit. Das heißt, er ist zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet und hat gemäß Beschluss 106 der Gewerbeordnung den Weisungen seines Arbeitgebers im Hinblick auf Ort, Art und Zeit der Arbeitsleistung zu folgen. Gut, das unterstreiche ich mir gerade mal. So. Weisungen seines Arbeitgebers, das ist mir wichtig. Hinblick auf Ort und Zeit der Arbeitsleistung zu folgen. Mit der persönlichen Abhängigkeit geht zumeist auch die wirtschaftliche Abhängigkeit einher. Der Arbeitnehmer ist von Ausnahmefällen abgesehen zur Bestreitung seiner
seines Lebensunterhalts auf die Ausnutzung seiner Arbeitskraft angewiesen. Zum Ausgleich der persönlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeit bedarf der Arbeitnehmer daher eines besonderen Schutzes. Das Arbeitsrecht muss deshalb auch die Grundrechte des Arbeitnehmers berücksichtigen. Darüber hinaus zu beachten, dass den berechtigten Schutzinteressen des Arbeitnehmers grundsätzlich ebenso berechtigte wirtschaftliche Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen können. Hinzu kommen mitunter auch Belange der Allgemeinheit. So wird mit dem Ladenschlussgesetz auch aus Gründen des Arbeitsschutzes weit in die Interessen der Allgemeinheit eingegriffen. So. Darüber hinaus ist zu beachten, dass den berechtigten Schutzinteressen des Arbeitnehmers grundsätzlich ebenso berechtigte wirtschaftliche Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen können. Hinzu kommen mitunter auch Belange der Allgemeinheit. So wird mit dem Ladenschlussgesetz auch aus Gründen des Arbeitsschutzes weit in die Interessen der Allgemeinheit eingegriffen. Der Ladenschluss ist fortschreitend liberalisiert worden, mit der Folge, dass der durch das Ladenschlussgesetz bewirkte Arbeitnehmerschutz zugunsten des öffentlichen Interesses an längeren Ladenöffnungszeiten eingeschränkt wurde. Arbeitskämpfe, insbesondere bei der Bahn, der Luftfahrt oder dem öffentlichen Dienst, können das öffentliche Leben nachhaltig beeinflussen. So. Für mich klingt das wie eine Kritik an der Liberalisierung des Ladenschlusses. Kann ja mal der Gesetzgeber drüber nachdenken. Ich kann hier um die Ecke von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends ans 6 Tage die Woche einkaufen. Ich glaube, Samstag macht der Laden erst um 8 Uhr auf. Das heißt, der Supermarkt ist von 12 ist 15 Stunden am Tag geöffnet. Nur 9 Stunden hat er nicht auf. Ich will eher von 9 Stunden auf und 15 Stunden zu ausgehen, aber wer bin ich schon? So.
So, Schutzrecht des Arbeitnehmers. Ein Arbeitsrecht, das den Schutz des Arbeitnehmers bewirkt, muss auch den Interessen des Arbeitgebers und der Allgemeinheit an wirtschaftlicher Flexibilität Rechnung tragen. Unter 15 Stunden Öffnungszeiten im Supermarkt dazu gehören, wage ich zu bezweifeln. Denn nur eine leistungsfähige Wirtschaft schafft Arbeitsplätze. Ich bin arbeitssuchend, möchte ich an der Stelle sagen, und hochqualifiziert. Ich habe unter anderem 2 Staatsprüfungen als Lehrer, die ich bei dem ersten Anlauf bestanden habe. Vom Arbeitsgericht habe ich den Eindruck, dass ich nur einem Schwachmaten zu Füßen sitze. So. Es gab aber bisher nur die Gütetermine. Ich bin sicher, bei den ehrenamtlichen Richtern, besonders von Gewerkschaftsseite, den sogenannten Produktionsverhinderern in Richterrobe, finde ich ein offenes Ohr. So. Wer zu doof zum Produzieren ist, wird bei der IG Metall ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht. Das ist auch eine ganz offene Wahrheit. Arbeitsrechtspolitik von Staat und Verbänden und die Rechtsanwendung durch die Rechtsprechung müssen die Belastungsfähigkeit der Wirtschaft und ihre internationale Verflechtungen berücksichtigen. Insoweit muss das Arbeitsrecht einen Ausgleich zwischen dem erforderlichen Schutz des Arbeitnehmers vor unangemessenen Arbeitsbedingungen und ungerechtfertigten Kündigungen einerseits und der notwendigen wirtschaftlichen Handlungsfreiheit der auf Arbeitgeberseite herstellen. Dass über die konkrete Ausgestaltung dieses Ausgleichs leidenschaftlich gestritten werden kann, versteht sich von selbst. In der Diskussion über den gesetzlichen Mindestlohn ist dies eindrucksvoll zum Ausdruck gekommen. Öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Schutz. Privatrecht und öffentliches Recht. So, da wird auch erklärt, was das ist. Öffentlich-rechtlicher und privater Schutz. Das Arbeitsrecht ist weder rein dem einen oder dem anderen Rechtsgebiet zuzuordnen. Es enthält öffentliches und privates Recht. Das Privatrecht regelt das Rechtsverhältnis der Privatpersonen zueinander. Öffentliches Recht ist das spezifische Amtsrecht, in Anführungsstrichen Amtsrecht, der Träger hoheitlicher Gewalt und ihrer Organe, durch das nur ein Träger oder ein bestimmtes Organ hoheitlicher Gewalt berechtigt oder verpflichtet wird. Die HM, hoheitliche Meinung, unterscheidet öffentliches Recht und Privatrecht nach der Subjekttheorie. Damit eine Rechtsbeziehung dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist, muss daran regelmäßig zumindest ein Träger öffentlicher Verwaltung beteiligt sein. Zu gut Deutsch, alles hängt am Menschen. Ohne konkret handelnden Menschen kein öffentliches Recht. Öffentliches Recht ist zum Beispiel das Staatsstraf- und Verwaltungsrecht. So. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Schulrecht,
als Lehrer, sofern ich denn angestellt bin, verbeamtet wird man ja sowieso nicht, wenn man die Prüfungen besteht in diesem Land, habe ich den Eindruck, müsste man doch erstmal eine feste Stelle bekommen. Ich meine, übt man dann öffentliches Recht aus. So. Jetzt kommt Arbeitsschutzrechts und vertragliche Beziehungen zum Arbeitgeber. Öffentlich-rechtlich sind insbesondere Teile des Arbeitsschutzrechts. Neben den für alle Arbeitnehmer geltenden Schutzvorschriften zur Einschränkung der betrieblichen Gefahren bestehen Sondervorschriften für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern, denen eine besondere Schutzbedürftigkeit zukommt, wie zum Beispiel Schwangeren, schwerbehinderten Menschen, Jugendlichen, Heimarbeitern und so weiter. Die vertragliche Beziehung zum Arbeitgeber unterliegt dem gegenüber privatrechtlichen Schutzvorschriften. Vor dem Verlust des Arbeitsplatzes ist der Arbeitnehmer durch das Kündigungsschutzgesetz geschützt. Die Ausgestaltung des Arbeitsvertrags durch allgemeine Geschäftsbedingungen unterliegt einer Klauselkontrolle nach Beschluss 305 und folgende BGB. Vor Diskriminierung schützt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Der Arbeitnehmer ist aber nicht nur während seiner Erwerbstätigkeit geschützt. Aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen gelten auch im Ruhestand bei der Gewährung zusätzlicher betrieblicher Ruhegelder besondere Schutzvorschriften. Die meisten dieser arbeitsrechtlichen Vorschriften sind dabei wegen ihrer arbeitnehmerschützenden Zielrichtung einseitig zwingend. Das heißt, sie können nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers vertraglich abbedungen werden. Aha. Die meisten dieser vertraglichen Vorschriften sind dabei wegen ihrer arbeitnehmerschützenden Zielrichtung einseitig zwingend. Das heißt, sie können nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers vertraglich abbedungen werden. Gegenstandslos gemacht werden, heißt das. So, abbedungen, ein sehr altes Wort, ist mir aber schon, steht glaube ich auch ein paar Mal in der Bibel. Der Luther-Übersetzung. So. Was ich jetzt an der Stelle interessant finde, ist BGB. Ich habe hier gerade eins liegen. 305. Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch allgemeine Geschäftsbedingungen. Cool.
Bringt mich gerade nicht weiter. So, Arbeitsgerichtsbarkeit, nichts ist fett gedruckt. Damit der Arbeitnehmer seine Ansprüche effektiv durchsetzen kann, andererseits aber auch den berechtigten Interessen des Arbeitgebers hinreichend Rechnung getragen wird, besteht für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis eine Sondergerichtsbarkeit in Form der Arbeitsgerichtsbarkeit. Diese hat aufbauend auf die Zivilprozessordnung mit dem Arbeitsgerichtsgesetz eine eigene Verfahrensordnung. Aha. Das heißt, es wird auf die Zivilprozessordnung aufgebaut. Das ist das, was zuerst gültig ist und wo man zuerst nachschlagen sollte. So. In den neuen Bundesländern waren zur Entscheidung von Arbeitsrechtsstreitigkeiten zunächst Schiedsstellen vorgesehen, gegen deren Entscheidungen die staatlichen Gerichte angerufen werden konnten. Das Gesetz ist inzwischen aufgehoben. Es bestehen in den neuen Bundesländern keine verfahrensrechtlichen Besonderheiten mehr. Und dann geht es weiter mit Tarifvertragsrecht. Erstens Sozialpartnerschaft. Außer Sozialpartnerschaft ist nichts fettgedruckt. Das lese ich auch noch vor. Sozialpartnerschaft. Das Arbeitsrecht ist nicht nur durch staatliche Gesetze geregelt. Das Grundgesetz hat vielmehr nach Artikel 9.3 Grundgesetz den Tarifparteien die Aufgabe übertragen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu regeln. So, wo habe ich denn Grundgesetz? Ich mache damit gleich weiter. Oh, yeah.